Und damit willkommen zurück zu Judgment. Ich bin Alf Rumbo. Junge, du drückst mal zur Hupe. Und wie kannst du gegen mich einfach fahren? So, jetzt stehe ich einfach auf dir drauf. Hä? Jetzt gehe ich 2 Meter vor. Das müde einfach den Rücken. Ja, jetzt bleibst du mal 50 weit wegstehen. Schnell überholen und zack. Knapp. Nein, nein, junge Dame. Not written, not today. Gut, wir haben Dragon's Place fertig. Wir haben hier noch eine Mission. Hier noch eine Mission. Da brauchen wir jemanden. Nehmen wir den erstmal, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wer das ist. Können wir noch nicht. Da müssen wir auch noch was machen. Ach ja. It's so many things to do. I can't believe it. Okay. So, das ist wieder unsere Freundin. Das ist der komische Typ, der seine Chan gestalkt hat. Bam, bam, bam. Und das war schon. Dann war schon down. Mann, sind die Luschen. Enttäuschend. Einfach nur enttäuschend, seid ihr. Gut, haben wir denn noch? Ach ja, ich kann es dann schon noch schreiben. Sind wir? Sollte dann schon auf ein Date einladen. Sie auf ein Date bitten. Ja, machen wir mal. Hast du gerade Zeit? Blablabla, bla, hab ich. Möchtest du irgendwo hingehen? Wollen wir uns wieder mit Kimmerot 4 treffen? Vierter, so. Okay. Sollte nicht hin. Okay. Erstmal das Leo mal treffen, bitten. Cool! Hier mittendrin. Ah, hier. Was ist hier los? Na, schauen wir mal. Scheiße, wieso treffe ich nicht? Bist du eine Art Mutant oder so? Na, bist du etwas so? Du kannst es gerne mal versuchen, wenn du das Geld gut brauchst. Das Geld gut gebrauchen. Hey, kannst du mir mal sagen, was hier los ist? Du kennst mich nicht? Dann will ich mich mal vorstellen. Ich bin Tanago. Aber nimm mich ruhig. Mister, schlag mich doch. Soll ich ihn schlagen oder was? Ist es dein Ernst? Absolut. Wenn du mich innerhalb von 30 Sekunden nur einmal triffst, bekommst du 50.000 Yen. Ich warne dich. Ich habe keinen meiner zweiten Kämpfe verloren. Glaubst du, du kannst meine Siegesserie beenden? Ich muss dich nur treffen, ja? Das ist gleich sonderlich schwierig. Was sagst du jetzt? Aber am Ende liegst du am Boden wie jeder andere, der mich herausgefordert hat. Hey. Du weißt, was ich am liebsten mache, arrogante Penner wie dich blamieren. Warum sind wir denn jetzt arrogant? Du musst 5000 Yen für einen Versuch. 5000 Yen. Krieg 50.000. Naja. Oh. 5000 Yen bezahlen wir, um einen reinzuhauen. Wird doch klar, oder? So, ich muss mal eben meinen Pflaster ausziehen. Ich hab ein Pflaster am Finger. Das ist halt einfach nur nervig beim Zocken. Okay, dann mal los. Und da kommen natürlich Zuschauer. Der große Tango sagt voraus, dass du mich nicht einmal treffen wirst. Stattdessen wirst du den Asphalt küssen. Interessant, dann muss ich wohl deine Vorhersage widerlegen. Okay. Okay. What the fuck? Hä? Ich kann ihn echt nicht treffen, oder was? Ich kann ihn einfach nicht treffen? What the fuck? Treff ihn doch mal. Ich kann aber auch nichts machen, ne? Ich kann aber auch nichts machen, irgendwie zur Seite schlagen oder so. Er ist einfach die ganze Zeit am Ausweichen.
Wow, was für ein Bullshit. Wie soll ich das denn machen? Brauche ich dafür einen speziellen Move oder was? Weil Yagami Lyukyu verlinkt sich da auch, um kämpfen wir. So, oh. Als ob das gezählt hat. Ja, die Zeit läuft weiter. Naja, 5000 sind verloren. Oh Mann, du hast mich erwischt. Mich? Wie kann das sein? Ich habe einfach in die Richtung geschlagen, von der ich dachte, dass du dort ausweichen kannst. Einfach. Ich habe einfach einen Gegenstand nach ihm geworfen. Das war voll gescheatet. Aber der hat ihn tatsächlich erwischt. Echt jetzt? Das war wie so ein krasser Kung-Fu-Scheiß. Ja, der war blitzschnell. Das war schon längst als das Banksehen. Du bist echt schnell und hast es auch sonst drauf. Sowas habe ich noch nie gesehen. Hier, du hast es dir verdient. Dieses Gefühl in meiner Brust tut echt weh. So fühlt es sich also der Schmerz der Niederlage an. Wer bist du, Mann? Ich bin Yagami. Tut mir leid, dass ich mich nicht zurückgehalten habe. Aber du warst echt schwer zu treffen. Das ist die nette Art zu sagen, dass ich ein Verlierer bin. Aber versteh schon. Ich hab's eben nicht drauf. Sei nicht so schlimm zu dir. Du musst viel trainiert haben, um es so weit zu bringen. Das schaffen nur die wenigsten. Naja, ich hatte einen ziemlich strengen Lehrer. Jemand hat dir beigebracht, so zu kämpfen? Klar, klar. Er war vor der vorige Mister Schlag mich doch, bevor ich ihm den Titel abgenommen habe. Ich habe seine Art bewundert. Damals war ich nur ein Schläger, der auf alles in den losgegangen ist, aber ihn konnte ich nicht treffen. Verstehe, er muss ziemlich gut gewesen sein. Das war er, und du hast die Erinnerung an ihn wieder in mein Herz wachgerufen. Ich schulde dir was. Jetzt habe ich ein neues Ziel. Ich werde trainieren immer wieder, bis ich jedem deiner Schläge ausweichen kann. Okay, ich werde mich weiter verbessern. Also passt das nächste Mal besser auf. Das ist die richtige Einstellung. Und ich werde alles dran setzen, dich zu erwischen. Okay, heißt noch einmal gegen kämpfen oder wie? Du hast dir echt einen interessanten Job ausgetan, Nago. Immerhin weißt du jetzt, wo du ich hin muss. Wenn ich das nächste Mal Bedürfnis habe, jetzt jemanden zu schlagen. Das klingt irgendwie falsch, Yagami. Von dir vor allen Dingen. So, wo ist er denn jetzt? Mr. Damago. Da ist der Schlüsselheini. Ah. Das ist der, der mich denn unterstützen soll. Okay. Ist der nicht mehr hier? Da muss ich irgendwie etwa weggehen, damit er wieder auftaucht. Hä? Jetzt, Leute. Ja, ich muss einfach nur weggehen. Okay. Ja, nochmal ein X-Samskami. Ja, aber die ist zu viel ficken. Ja, guck mal nochmal. Mann, ich hab schon wieder verloren. Gibt es überhaupt jemanden, der den Kerl treffen kann? Ja, aber ich werde gegen niemanden verlieren, bis ich ihm wieder gegenüberstehe. Hey, bist du nicht? Hey, ist schon eine Weile her, was? Endlich stehen wir uns wieder gegenüber. Ich habe auf diesen Tag gewartet. Bereit, einen Weg ins Leere zu schlagen? Mann, da ist jemand aber heiß auf den Kopf. Naja, ich habe den Tag nach für diesen Moment trainiert. Jetzt kann mich nichts und niemand mehr erwischen. Mein Wissen kostet allerdings immer noch 5000 Yen. Also willst du es probieren? Ja. Okay, ich trete gegen dich an. Hey. Mann, da freue ich mich auf diesen Kampf. Lass mich kurz eine Voraussage treffen. Ich sehe einen Herausforderer. Aber was ist das? Er geht im Sieg zu Boden. Ich glaube, dein geistiger gebrochene Brille. Ich sehe nämlich eine ganz andere Zukunft. Okay. Ja, ich kann nicht nach dies. Ja, es geht einfach nicht. Ich habe diesmal nichts zum Werfen, ne? Was? Da hätte ich eine Ecke trennen können, theoretisch. Warum hat das jetzt einen... Warum ist er weggelaufen? Oh. Ja, komm. Ja, scheiße, das ist nervig.
Ja, warum schlägst du auch zweimal? Hey, wieso trifft der Schlag nicht? Da, ihr tritt auch zweimal zu, ne? Da, ihr trifft... Yagami, du bist so ein Arschloch, Mann! Bullshit, warum klappt das nicht? Er tritt auf jeden Fall immer wieder in die falsche Richtung. Ich meine, 5000 Hände immer wieder, oder was? Klappt einfach nix. Nix. Ey, wieso klappt die Scheiße nicht? Wieso kann ich den nicht treffen? Ich hab schon wieder keinen Bock auf das Spiel, ne? Wer ist der Wichser Tanago? Wie soll ich diesen Wichser treffen? How easy to... Hey, what's up, guys? He's in... Schnauze. Ja. Jawohl, gab's dir was. Ja, so beim ersten Mal. Und beim zweiten Mal? Ja, zweiten Mal muss man besoffen sein? Really? Bullshit. Dann besaufen wir uns halt erst. Will ich was betrunken sein, um gegen ihn zu gewinnen? Wow. Das ist für mich so, ja, nicht das, was man machen sollte für das Spiel. Bin ich ehrlich. Hab ich bei dir schon alles getrunken gehabt? Bei dir was stehen noch trinken. Den noch trinken, den noch trinken. Und das war's dann. Schon mal. Und so. Ja, jetzt klauen wir einen Gutschein. Abschatten voll. Sehr schön. So. Zilfold Niki, yeah. Ich eigentlich jetzt sogar alles da fertig haben, jawohl, Zinge. F-Angel haben wir auch fertig, sehr schön. Oh, Junge, Yagami, du bist so scheiße zu steuern, wenn du betrunken bist. Okay, jetzt probieren wir es einfach nochmal. Hallo. Ja. Naja, immerhin habe ich immer noch ein bisschen Gewinn. Ernsthaft, du musst echt diesen Scheiß betrunken verfehlen. Really? Ernsthaft, das war der Trick da an der ganzen Sache. Ich bemühe mich hier ab. Heilige Scheiße, ich glaub's nicht, dass du mich besiegt hast, schon zum zweiten Mal. Also mit 100.000, ja? Mein Geld, yay. Ich hätte viel mehr haben können, aber ich muss sagen, das ist echt drauf, aber ich muss es wissen, ich habe täglich mit Schlägern zu tun. Aber ich habe noch niemanden gesehen, der so gut ausweichen kann wie du. Hm, was soll ich sagen, der vorige Mr. Schlag hat, war ein guter Lehrer. Er war fast so schon gottgleich. Er konnte mit seinen großen, mit seinen Füßen Berge versetzen, wenn er wollte. Sag mal, wie schafft man es, seine eigenen Grenzen zu überwinden? Hm, das geht eigentlich nur im Training. Aber du darfst nicht nur das ausweichen. Ja. Du meinst, ich muss auch lernen, wie man zuschlägt? Ja. Wäre es nicht leichter, die Bewegung deiner Gegner vorherzusehen, wenn du wüsstest, dass du diese angreifen verstehe? Willst du also sagen, dass ich öfter kämpfen soll? Ha, kein Problem mehr. Ja, ich werde ein paar Übertreibungen nein, ich nehme dich
Dich mich irgendwelchen Leuten zu verbringen, ist genau das, was du nicht machen solltest. Ah? Hast dich mich... was? Ich halte, du hast recht, aber was soll ich dann machen? Werd doch einfach mein Partner. Es gibt eine Menge Typen, die mich fertig machen wollen. Da wäre deine Hilfe willkommen. Du willst, dass ich dich im Kampf unterstütze? Hört sich gut an. Sehr gut, denn alleine gegen die Cage-Gen anzutreten wird langsam echt lästig. Oh. Keine Sorge, Mann, ich helfe dir. Wenn dir irgendwer zu nahe kommt, stürze ich mich blitzschnell auf sie. Jawohl, mein Stadtruf hat sich verbessert. Gut, Messer, können wir nicht damit aufhören, der Typ geht auf den Sack. Ich mag den Typ nicht. So. Gut, haben wir das auch. Haben wir hier noch eine Quest? Haben wir bei uns zu Hause? Oder was? Ne, Sunshine ist ja da. Haben wir noch das Sunshine-Event jetzt wieder, ne? Okay, wir nochmal gucken. So, Sonnachan. Vertreff mich. So. Zack. Nein, das hört mich gar nicht. Ja. Oh, wir haben so eine Sache. Typ könnte ruhig auf das. Der Typ nervt, der Ninja Boy nervt. So. Ich wollte mal gucken, kann ich mir nochmal Glückssachen machen? Skills, da kriegt man da jede Menge Geld für. Rezept der Glück, da. Ja, vielleicht irgendwas, was mehr Glück bringt. Mal langsam, schnell tritt hintereinander. Aha, okay. Okay. Ist ja schön, wenn das bei Bossen funktionieren würde. Ich sagte, wo sind Abfolger, ich stecke und spricht. Okay, auch ein bisschen Glück, denke ich mal. Da machen wir ein bisschen Glück. Glück in der Flasche. Bist du denn jetzt ein Quizze noch als Quickslot? Nein, jetzt natürlich nicht mehr. Glücksextra. Ich hätte noch eins. Oh. Das wusste ich gar nicht, dass ich noch eins hätte. Na egal, jetzt habe ich noch eins. Da liegt eigentlich eine Laterne. So, falls mal die Cagey Gang wieder auftaucht, ne? Oh, ein nettes Date. Ich kann mich nicht verkleiden. Oh. Hier kann ich auch nicht bitten zu verkleiden. Entschuldigung, dass ich dich erwarten lassen. Kein Problem, ich bin auch über alles gekommen. Will ich da ein Geschenk übergeben? Was soll ich ihr schenken? Sie mochte die eigentlich ganz gerne, ne? Soll ich mir einfach die. Also, jetzt ist es nicht wirklich. Ja. Vielen Dank. Es geht sogar noch weiter mit dem Level, okay. Das habe ich jetzt nicht gedacht, dass es noch weiter auf den Leveln geht. Gut. Aber warum nimmst du immer wieder den gleichen Ring an? Was sollen wir gehen? Lass uns Dart spielen. Wer ist mit Darts? Klar. Im genau. Ich habe ja meine neuen geilen Darts. Die will ich ja direkt mal ausprobieren, ne? Gucken, wie die so sind. Also, wollen wir loslegen? Ja, wenn ich ihn verliere. So, wir nehmen unsere. Jetzt Crossing Darts. Es gibt noch bessere Darts jetzt, okay. So, machen wir mal. Machen wir dann 100 machen? Machen wir dann 100. Zack. Richtig heftig. So, wollen wir dann mal. Ah, guck mal, der. Es wird besser zu treffen, scheinbar. Zack. Ah, nicht ganz. Schade. Hätte ich besser machen können. Irgendwie. Ah, total verkackt. Shit. Das war schlecht.
Weil das holst du nämlich jetzt auf. Triple 19. Holz. Ist ja eigentlich überholt. Schön, dass die da eine Kamera hat. So, der ist jetzt wieder perfekt. Dafür wird der Rest wieder scheiße von mir. Ne, über nix, oder? Doch, der zählt sogar noch. Unglaublich. Und zack. 180. Bam. So muss das sein. So muss das laufen hier. Bam. 180er. Unter 20 Rounds, alles klar. Doppelbull, alles klar. Oh, müssen wir nur nehmen. Ja, sie trifft immer nur den Bull einmal, ne? Doppel 13. Sie hat 80 Punkte gemacht. Okay. So. Ne? Ne, wird nix. So ungenau. War totaler Kack. Hey, Triple 1, nice. 18 Punkte geworfen, wuh. Nein, Mann, der trifft. Na, das ist schon unter 100 Punkte werfen, ist schon peinlich. Muss man mal sagen, also. Ja, ne. Zack. Puls. Nicht? Oh, Triple 12, okay. Hat's den Plan. 666 ist der da, Satan. Ja, sie hat keinen Bull getroffen. Das macht sie nur Sinn. Okay, interessant. Ich will, glaube ich, auch mal irgendwie Doppel-Bull treffen oder so, ne? Oder einfach Bull? Ich weiß nicht. Na, oh doch, wird doch noch was. So. Sehr schön. Ah, der hat nix. Lautern. Aber immer 140 Punkte gemacht. Habe ich schon über 2 Punkte jetzt vor ihr, aber gut, sie kann auch werfen. Doppel 10. Interessanter Wurf. Worauf zielt die, frage ich mich. Wie kann man so daneben werfen? Nice one. So. Oh, der ist ja total schlecht. Ich wollte auch mal einen Bull treffen. Dann gehe ich halt auf Doppel. Ja, Triple. Der wird auch nichts. Ne. Boah, ich kann jetzt maximal 88 Punkte, 86 Punkte werfen. Oh, der wird auch nichts. Oh, doch, der trifft noch. Immerhin ein bisschen gerettet. Sag ich mal. So, komm, Sana, zeig's mir. 180. Bull. Kann ich. Ne, kann ich nicht, schade. Ich wollte gucken, was jetzt für ich noch machen muss. Genau. Okay. Ich will nur 74, lol. Yosha. Nochmal Doppelbull. Und total daneben, scheiße. War nicht nice. Ich wollte es ja nicht mal gemacht haben und dann verkacke ich. Den letzten. Oh. Ich bin so schlecht. Aber über 300, fast 300 Punkte jetzt Vorsprung als sie.
Na? Immer noch zum Mobul geworfen. Wieder. 110 Meter zu gemacht. Hui. So drauf. So, ich werde auf jeden Fall jetzt die Runde nicht fertig machen können. Deswegen probieren wir das nochmal. Und schon verkackt. Okay. Dann habe ich keinen Bock mehr, das zu probieren. So. Doch, dann noch. Na, 124 Punkte vielleicht noch. Jawohl. Nein! Endlich unter 100 Punkte. Woo! So. So, Triple 20, 17, Doppel 20. Und schon verkackt. Ja, schon kann da nichts mehr draus werden. Jetzt habt das noch nichts. Wow. Hey, ich muss mal noch ein Doppel beenden, oder nicht? Na, jetzt vielleicht einmal Triple geholt. Eieiei, war der schlecht. Ich hätte nicht fertig machen können, ne? Ich bin so schlecht, ey, sorry. Ach hey, wie konnte ich die nur verwerfen? Na. Ist das ein Bull? Niemals. Also, die Bewegung von hier ist nochmal gleich. Gut, so. Single 12, nein, noch Doppel 6. M. 25 Starts. Ach, holy shit. Exzellent. Das war ziemlich kacke von mir. High Tone und Tone, Low Tone, Low Tone. Free in a Bad. Was ist Free in a Bad? Das weiß ich nicht. Oh, du hast mich total fertig gemacht. Du bist viel zu gut. Ja, jetzt können wir auch schon. Jetzt mal, ja. Gut, das können wir auch alle schon. Aber das war jetzt anstrengend, 900 Punkte zu machen. Puh. Ich hätte das mit dem Ausgang bist du. Ich hatte so viel Spaß. Ich auch. War mir ein Vergnügen. Na gut, dann sehen wir uns später. Du kannst mich ja jederzeit anrufen. Danke, Sanchan. Wenn ich mit dir unterwegs bin, kriege ich endlich mal den Kopf frei. Passiert nichts zwischen denen? Geht der nicht mal ran oder so? What the fuck? Als ob nichts passiert ist. Lol. Die quatschen nicht mal miteinander. Wie langweilig ist das denn? Wow, ich bin enttäuscht. Ich bin einfach nur enttäuscht. Vielleicht können wir ihm ja diesen verrückten Typen vorstellen. Der steht ja verrückte Typen hier. Machen wir mal. Ja, dann ist er. Puste. Ja, das Tatsache kann man wirklich machen. Tango ist eigentlich auch ein ganz anständiger Kerl. Ich rufe ihn mal an. Ja, hoffentlich können wir das jetzt fertig machen. Bitte. Bitte. Ich habe keine Lust mehr. Jo. Danke, dass du gekommen bist, Tanago. Kein Problem. Wir sind schließlich Kumpels, oder? Ja. Oh no. Ja. Mach einfach keine Dummheiten, wenn du da drin bist, okay? Ach komm, ich bin Mr. Schlag mich doch schon vergessen. Ich will mir doch nicht meinen Ruf verruinieren. Wenn ich jedes Mal durchdrehen würde, wenn mir der Duft einer Frau in der Nase steigt, säße ich jetzt im Knast. Okay. Egal, du breit oder dünn, üppig oder flachbürstig bist. Mr. Stark mich doch respektiert dich, das ist Tatsache.
Ist der sonst auch so? Mäuse ist ja noch viel schlimmer. Danke für deine Hilfe, Yagami-san. Lass mich wissen, falls du noch andere Freunde findest, die dir geeignet werden, ja? Noch zweimal mindestens. Entschuldigen Sie, mein Herr, lassen Sie doch mal diese Gedanken sacken. Wusste. Wahrscheinlich kommt der darin klar. Ich fasse sie nicht an, weil ich weiß, wie sich das anfühlt. Mich versucht auch ständig Leute zu berühren. Wirklich? Ja, ich heiße nicht umsonst so. Versuchen Sie mich doch mal zu berühren. So haben wir beide unseren Spaß. Alter, der Blick von ihr. Hoffentlich muss er dafür keinen Aufschlag zahlen. Und jetzt sind es aber vielleicht wieder andere. Ne, beziehungsweise ist das dann nicht hier, ne? Aha. Dann. Ja, du hast noch in mir. Ich hab Geld. Manchmal. So, gut. Haben wir das schon mal? Heißt, wir müssen noch jemanden finden. Oder können wir jetzt schon jemanden, den wir ihn noch weiter vorstellen können? Hallo. Bam. Ach, eigentlich wollte ich meine Dinger aktivieren, ne? Ups. Egal. Du hast nichts getan, verzieh dich. Diese Leute, die denken, sie hätten was getan, nichts getan haben. So, gucken wir mal, ob wir noch mal einen vorstellen jetzt können. So. Hallo. Ja, okay, müssen wir wieder neue Leute kennenlernen. Ach du Kacke. Was kann damit werden? Na gut. Da sind noch ein paar Typen. Entschuldigung, Dame. Ich muss mal hier lang. So. Bam. Was soll das? Genau, du. Zack. Quatsch und. Bam. Was erlebst du das noch? Energy. Da hört einfach gar nichts. What the fuck, was ist das für Kombos hier? Und zack. Und so. Bam. Hab ich da nichts gedroppt hier. Mann. Warum droppt mir denn nichts hier? Hallo. Ich brauch das Zeug. Na gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Also, haut rein. Ciao, ciao.